Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Auftakt hier beim JFD-Devisenradar. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen heute zum Wochenauftakt uns gleich wieder einem seasonalen Setup zuwenden, das hier vom kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen beeinflusst ist. Und wir haben hier den entsprechenden Tagesschart in der Beschau im Schwerpunkt. Hier geht es, wie gesagt, um einen möglichen Swing-Positionstrade. Wir hatten schon zuletzt auch mal den kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Den Chart habe ich allerdings geklärt, deswegen sieht man es nicht mehr. Das war hier Januar, Februar eine mögliche Setup-Chance. Da waren ja hier Ende Januar viele Yen-Pairs mit einer bullischen Saisonalität behaftet. Das ging dieses Jahr gründlich in die Hose. Da sehen Sie auch hier, seit Anfang Februar wurden hier ja, starke Abwertungsmaßnahmen vollzogen. Alle Währungen, die in Yen notierten, mussten hier federn lassen. Also das hat soweit nicht gepasst, aber wir haben eine erneute Chance. Der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen, hier ja seit dem Januar-Tief mehr oder weniger in einem gewissen Aufwärtsbias begriffen. Und das kann man auch hier, sagen wir, singulär dargestellt mit einer einfachen Trendlinie visualisieren, die dann auch, je nachdem, wo man sie denn anlegt, zum Beispiel auch durchaus hier ein Stück weiter oben sitzen könnte. Wenn man hier die Kerzenkörper versuchte einzufangen und möglichst viele Auflagepunkte. Letztlich haben wir hier einen Aufwärtsimpuls, der hier mit dem höheren Tief vom Februar und hier nochmal von Ende Februar grundsätzlich eigentlich beseelt ist, hier weiter sich nach oben aufbauen zu können. Aber wir haben auch hier natürlich Widerstandsbereiche direkt vorausliegen, hier im Bereich 86, 60 rund und dann noch direkt ein Stück weit drüber 87, 50 roundabout. Dann haben wir auch diese Abwärtstrendlinie hier, die sich hier seit dem Sommer 2015 herleiten lässt. Also hier haben wir schon einen ganz schön starken Bias an Widerständen, aber grundsätzlich eben hier die Chance, dass ich hier auch mal was tun könnte auf der Oberseite. Und das wird eben spannend sein. Es gibt nämlich nur die Möglichkeit, dass wir jetzt die Erholung weiter fortsetzen oder eben dann doch nach unten wieder abdrehen. Rein saisonal verspricht der Bias hier seit oder mit dem Schlusspreis von heute Abend mit Hinblick auf die letzten 21 Jahre eine 11-tägige Aufwärtsperformance, die sich eben saisonal hier, und das können wir jetzt mal mit einem Trigger direkt zu fix machen, praktisch Entry mit dem heutigen Schlusspreis. Als Idee und Exit wäre hier der 5.4., also 11 Tage später. So, der 4.4., jetzt sind wir beim 5.4. Und während dieser saisonalen Zeitspanne besitzt das Währungspaar, wie gesagt, Chancen auf der Oberseite anzuziehen. Da habe ich natürlich auch eine statistische Auswertung dazu gepackt, hier vom Seasonal Bull, die dann hier aufweist, dass der durchschnittliche Gewinn hier im Bereich 210 Pips liegt. Durchschnittlicher Verlust 93 bei der Geschichte. Und ja, man hat hier die Chancen während dieses Zeitraums, natürlich nicht geradlinig nach oben, sondern hier unter volatilitätsbedingten Einflüssen, hier zumindest jetzt auch, und das gestaltet sich bei dem Chart eigentlich ganz konstruktiv, zumindest mit einer Attacke hier in diesen Widerstandsbereich rechnen zu können. Also, wenn wir hier davon ausgehen, je nachdem, wo der heutige Tiefstand ist, 210 Pips, also es kann hier während der nächsten Tage zu einer Attacke in dem Bereich 87,50 etwa kommen. Das zumindest verspricht das saisonale Muster. Wenn wir hier 210 Pips mal pauschal nehmen, wären wir hier mit dieser Chance behaftet während dieses Zeitraums. Das mal ein Stück weit zu visualisieren. Und auf der Südseite hier entsprechend 93 Pips, das wären sozusagen mal hier die CRV-Rahmenbedingungen. Obgleich man das natürlich hier sozusagen visuell schön darstellt. Hier in der Realität muss man natürlich immer sehen, ist das auch wirklich ein sauberes Setup? Rein von der Perspektive hier sozusagen mal hier das Bild der Möglichkeiten. Und um das Ganze noch ein Stück weit mehr zu verdeutlichen, sehen wir hier während der letzten 21 Jahre eben 16 Gewinner, 5 Verlierer dementsprechend, Trefferquote dementsprechend hier bei 76%. Und längste Serie von Verlierern waren zwei in Folge. Aber wenn wir hier mal nach unten scrollen, dann sehen wir im Prinzip hier die ganzen letzten 21 Jahre. Und ja, zuletzt im Jahr 2015 hat sich hier nicht ein ganz so starker Aufschlag ergeben. Da waren es nur 54 Pips letztlich. Aber grundsätzlich trotz alledem ein Aufwärtsimpuls. Der letzte Verlust, da muss man schon ein Stück weit zurückgehen. Da waren auch die zwei Verlierer in Folge hier. Lässt sich auf 2002, 2003 beziffern. Sie sehen also, es ist schon sehr, sehr lange her, dass das, ach Quatsch, was hab ich überflogen hier? 2012 war der letzte Verlust. Die 1,2 mag man ja auch fast übersehen. Oder besser gesagt 122 vielmehr.
Das haben wir jetzt hier nochmal im Blick. Also letzter Verlust, das hätte mich auch schon gewundert fast, dass der so lange zurückliegt, ist hier aus dem Jahr 2012. Und sehen wir auch hier diesen kleinen Dip nach unten. Sehen wir es hier 2012. Letztlich aber die Performance sehr, sehr sauber, sehr, sehr dynamisch. Und Sie sehen hier, dass das eigentlich grundsätzlich ein wirklich positiver Bias ist, dem das Währungspaar hier unterliegt. Die Frage ist eben nur, ob sich's dieses Jahr wiederholt. Statistisch gesehen mit 75% Trefferquote durchaus interessant. Was man draus macht, muss man wie gesagt selber sehen. Wenn wir mal die Perspektive mal hier reinnehmen, der Yen ja heute wieder stark gegen viele Währungspaare, könnte also noch ein Stück weit zurückkommen. Oberhalb von, ja, ich will mal sagen, 84 Yen bleibt der Bias eigentlich ganz interessant. Also wenn es auch heute nochmal zu einer leichten Schwäche kommt, rein saisonal die Chancen, dass wir hier zumindest eine Attacke an die Aufwärtstrendlinie starten könnten, wäre durchaus gegeben. Das allerdings müsste natürlich mit einem anziehenden Aktienmarkt einhergehen. Sie kennen die Relationen starker Yen, schwache Aktienmärkte und umgekehrt. Also das ist auch immer ein Stück weit, wo man so die Korrelation mit im Auge haben sollte. Und wenn es sich dann natürlich hier nicht andeutet, dass da eine entsprechende Yen-Schwäche sich am Horizont abzeichnet, dann ist es wohl eher so, dass man davon ausgehen muss, dass das Ganze auch noch tiefer gehen könnte. Und ja, und unterhalb von 84 Yen muss man dann davon ausgehen, dass dann sogar Niveaus von 82 Yen möglich wären. Und dann wäre im Prinzip das saisonale Muster, Sie sehen es ja hier vom Zeitfenster eigentlich schon, wirklich erschöpft. Also dass dann hier, wenn wir hier unter 84 Yen gehen, noch ein saisonaler Bull Run nach oben erfolgen kann, sei mal dahingestellt. Aber die Rahmenbedingungen sind, wie gesagt, aktuell ganz schön. Generell auch unter Positionstrading-Sicht, wenn wir hier uns oder das Währungspaar vielmehr sich hier über 87,50 rausarbeiten könnte, dann wäre auch richtig Luft hier in Richtung 92, 92,50, hier zu diesem oberen Widerstandslevel. Da könnte das Währungspaar dann tatsächlich noch hinschießen, aber dazu muss eben hier eine weitere Aufwertung erfolgen. Und man sieht eben, ja, das Währungspaar hat hier zwar einen Aufwärtsbias, hat sich aber in den letzten Wochen hier vom März ein bisschen erschöpft. Also richtig dynamisch ging es jetzt hier nicht mehr nach oben. Und man sieht, hier wird jetzt eine Entscheidungsfindung herbeigeführt werden müssen. Und die wird eben drauf lauten, was passiert, wenn wir uns hier tatsächlich in den Bereich zwischen 86 und 87 Yen hervorarbeiten. Wenn da was geht in diese Richtung, kann es interessant werden für weiter anziehende Preise, wenn der Ausbruch gelingt oder aber wenn auch saisonal hier der Anstieg gelingt. Obacht geben, wenn es einen Abprall gibt, dann spricht viel dafür, dass wir dann erstmal wieder auch eine Schwäche sehen. Also grundsätzlich aber hier vom Bias her definitiv einen Blick wert. Deswegen auch hier nochmal die Stats. Mal so auf den Punkt gebracht hier in diesem Fenster. Gibt es dann auch noch als Screenshot und dann mal abwarten, was der Markt draus macht. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiederhören in gewohnter Frische. Und hoffentlich mit guten Ideen für die Märkte. Ich wünsche Ihnen was. Auf bald, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.